Ich habe gelernt, dass Liebe und Kinder wirklich wichtig sind. Und dann erst kommt die Politik. Und dann gibt es noch was, was wichtig ist, das sind die Lebensweisheiten. Aber die lernt man mit der Zeit und die soll man möglichst dann auch verbreiten. Ja, mehrere, mehrere. Aber ich sage Ihnen auch, was da das Wichtige ist. Das Wichtige ist nicht, dass man Fehler verhindert im Leben. Die kann man gar nicht verhindern. Wir alle begehen Fehler. Die Frage ist, ob ich es merke und ob ich daraus lerne. Zum Beispiel nehme ich mal eine Weisheit. Viele Menschen sind eitel, mich eingeschlossen. Die Frage ist, beherrsche ich meine Eitelkeit oder beherrscht sie mich? Wenn sie mich beherrscht, wäre ich grottenschlecht. Solange ich sie beherrsche, kann ich damit was anfangen. Privilegien. Bin ich von Natur aus neidisch oder nicht? Eigentlich sage ich immer, wenn ich böse bin, sage ich, ja, ich hasse Privilegien, die andere haben und ich nicht. Mit anderen Worten, ich schätze sie erst, wenn ich sie auch habe. Und da gibt es so ein paar Lehren. Was mache ich damit? Jugend ist ein Privileg. Das muss man wissen. Und solange man jung ist, soll man dieses Privileg auch nutzen. Aber man muss wissen, dass es ein Privileg ist. Dann ist man irgendwann mal richtig erwachsen, da wirst du hart rangenommen und dann beginnen die Privilegien des Alters. Und da steht man vor der Frage, ob man die annimmt oder nicht. Ganz typisch ist, dass man sie nicht annimmt. Das heißt, man muss auch im Alter lernen, diese Vorzüge, die das bringt, anzunehmen. Wenn man das kann im Leben, in jedem Abschnitt, auch immer die Vorzüge zu sehen und sie zu nutzen, dann wird das Leben reicher. Sonst wird man so brummelig, so unzufrieden. Dann gibt es Leute, die sagen, Alter ist schrecklich, ich habe beschlossen, das so nicht zu denken und so nicht zu fühlen. Sondern zu sagen, das hat auch seine Vorteile. Und dafür muss ich mich aber aufschließen für solche Fragen. Wenn ich zum Beispiel rassistisch denke, dann denke ich ja nur, ich will andere Leute nicht sehen, ich will sie nicht haben, ich will mit ihnen nicht zusammenleben. Für mich gar nicht nachvollziehbar. Aber dann bin ich zu im Denken, weil ich ja über deren Probleme gar nicht nachdenken kann, weil ich ja sowieso alle Vorurteile schon gegen die Leute habe und dann, das lässt ja auch keine weiteren Gedanken zu. Wissen Sie, deshalb der Kampf gegen Neonazis und so weiter, das ist ja auch ein Kampf gegen Denkfaulheit. Die steckt auch dahinter. Und das Gefährliche am Neonazitum besteht darin, dass er den Jugendlichen Selbstbewusstsein zum Nulltarif anbietet. Zum Nulltarif. Wir alle sagen, du musst was leisten, damit du stolz auf dich sein kannst. Und die sagen, nein, durch deine Geburt, durch deine Staatsbürgerschaft bist du mehr wert als die Milliarde Chinesen und die Russen und die Polen und so weiter. Und dadurch vergeben sie Selbstbewusstsein ohne Leistung. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Weil es natürlich junge Leute und auch ältere Leute gibt, die dazu neigen, Selbstbewusstsein zu bekommen, und zwar möglichst ohne Leistung. Und wir müssen ihnen klar machen, dass Leistungen zu einem Selbstbewusstsein führen, bei dem man sich viel, viel wohler fühlt. Man muss als erstes in der Beziehung immer lernen, dass man aufhören können muss zu siegen. Wenn Sie in Ihrer Beziehung Ihren Freund dreimal besiegt haben, machen Sie es nicht ein viertes Mal. Das läuft auf eine Trennung hinaus. Das muss man aber wissen. Das muss man sogar ein bisschen bewusst machen. Und bei den Kindern muss man erstmal lernen, dass Kinder Persönlichkeiten sind. Sie sind keine Objekte. Und egal wie klein sie sind, müssen sie nicht nur körperlich, sondern auch seelisch geschützt werden. Und man darf Kinder nicht verletzen. Und wenn es einem doch passiert, dann muss man so schnell wie möglich versuchen, das wieder gut zu machen.